Hallo und herzlich willkommen auf Infobox, Ihr Kanal für Informationen, Meinungen, Reportagen, Aktuelles, Ereignisse und vieles mehr. Die Pläne für den Haushalt des Jahres 2024 hat das Bundesverfassungsgericht gestern gekippt. Die 60 Milliarden, die im Jahr 2021 für die Corona-Maßnahmen eingeplant waren und nicht abgerufen wurden, dürfen zur Finanzierung der irrsinnigen Klimapolitik von Habeck und seinen grünen Ideologen nicht umgewidmet werden. So etwas hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben. Eine Bundesregierung, die einen Haushalt aufstellt, der nicht verfassungskonform ist. Und damit hallo und willkommen auf meinem Kanal. Diesen Videobeitrag müsst ihr mit allen teilen, die euch etwas bedeuten, mit eurer Familie, euren Freunden, Bekannten und Verwandten. Für den YouTube-Algorithmus bitte diesen Beitrag auch kommentieren und liken. Solltet ihr noch kein Abo haben, diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Auf diesem Kanal erfahrt ihr Dinge, die ihr in den öffentlich-rechtlichen Medien in der Regel nicht erfahren werdet. Gleich zu Beginn möchte ich mich bei allen, die meinen Kanal finanziell unterstützen, herzlich bedanken. Nun zu dem Skandal, der gestern die Ampel in ihren Grundfesten erschütterte. Ernste Gesichter am Mittwoch bei der Sitzung des Bundeskabinetts in Berlin. Der Ampelregierung droht die nächste Krise. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kippte am Mittwoch den umstrittenen Nachtragshaushalt von Ende 2021. Danach durften 60 Milliarden Euro an nicht benötigten Krediten zur Bewältigung der Corona-Krise nicht umgewidmet und in den Klimafonds verschoben werden, wie das Gericht mitteilte. Damit sind wichtige Finanzabsprachen aus den Ampel-Koalitionsverhandlungen nichtig. Das Vorgehen der Ampel sei insbesondere wegen eines Verstoßes gegen die Schuldenbremse verfassungswidrig, sagte die Vizepräsidentin des Gerichts, Doris König. Das Geld für Klimainvestitionen muss nun anderweitig bereitgestellt werden. Das wird wegen der angespannten Haushaltslage aber schwierig. Nachdem gestern das Urteil des Bundesverfassungsgerichts verkündet wurde, gab es eine Pressekonferenz, zu der der Bundeskanzler Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister Christian Lindner und der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geladen hatten. Die anwesenden Journalisten durften keine Fragen stellen. Wir ziehen allerdings auch sofort eigene Konsequenzen und leiten eigene Maßnahmen ein. Erstens, die 60 Milliarden auch bisher nicht genutzter Kreditermächtigungen werden gelöscht. Zweitens, ich habe heute nach § 41 der Bundeshaushaltsordnung eine Sperre des Wirtschaftsplans des Klima- und Transformationsfonds vorgenommen. Davon betroffen sind die Verpflichtungsermächtigungen, die für die Jahre 2024 fortfolgende jetzt nicht mehr belegt werden dürfen. Ausgenommen sind Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien im Gebäudebereich. Drittens, wir werden umgehend damit beginnen, einen neuen Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds für die Jahre 2024 fortfolgende aufzustellen. Klar ist auch, das Urteil wird Auswirkungen haben auf den Klima- und Transformationsfonds. 60 Milliarden Euro an Zuflüssen aus dem Jahr 2021 stehen nun ja nicht mehr zur Verfügung. Der Klima- und Transformationsfonds unterstützt die Bürgerinnen und Bürger und die deutsche Wirtschaft in vielfältiger Weise. Ich nenne ein paar Beispiele: die Übernahme der EEG-Umlage und damit die Senkung der Stromkosten für alle Verbraucherinnen und Verbraucher, von normalen Bürgerinnen und Bürgern bis zum über den deutschen Mittelstand bis zur Industrie, die Förderung von Gebäudesanierung, Fenster, Türen, Dämmung oder eben auch Wärmemittel, die Förderung von E-Mobilität inklusive der Ladesäuleninfrastruktur, die Möglichkeit, kommunale Wärmewende voranzubringen, beispielsweise indem Geothermieprojekte unterstützt werden oder Fernwärmesysteme ausgebaut werden,
oder auch die Baufinanzierung, beispielsweise die Beschlüsse des Baugipfels. Die Beschlüsse des Gerichts heute und die Umsetzung durch den Bundesfinanzminister bedeuten, dass alle zugesagten Verpflichtungen eingehalten werden und neue Verpflichtungen erst eingegangen werden können, wenn der Plan aufgestellt wird. Ich hoffe, dass die Arbeit daran zeitnah beginnt und beendet wird. Vielen Dank. Tja, Herr Habeck, nun ist das Gejammer groß. Der sogenannte Klimatransformationsfonds ist nichts anderes als das Vornehmen von Subventionen, die zulasten des Steuerzahlers gehen. Subventionen sind immer ein Ausdruck dafür, dass die subventionierten Maßnahmen nicht wirtschaftlich sind. Es ist eure verfehlte Klima- und Wirtschaftspolitik, die solche Maßnahmen erst erforderlich machen. Zuerst wollt ihr kein Gas vom bösen Russen, angeblich will Putin nicht liefern. Das ist definitiv eine Lüge. Selbst nachdem unsere Wirtschaft durch die Sprengung der Nord Stream Pipeline sabotiert wurde, wäre es möglich, über den einen noch verbliebenen Leitungsstrang Gas nach Deutschland zu exportieren. Putin hat gerade vor kurzem angeboten, Gas über diese noch funktionierende Leitung zu schicken. Das hat die Bundesregierung jedoch abgelehnt, beziehungsweise sie ist auf dieses Angebot erst gar nicht eingegangen. Dann habt ihr die Atomkraftwerke, die drei noch verbliebenen, im April diesen Jahres abgeschaltet. Die Bürger sollen auf Verbrennungsmotoren verzichten. Es fragt sich nur, wie die Elektroautos mit Strom geladen werden sollen. Der Winter steht vor der Tür, das Gas wird knapp, der Strom ebenso. Ich habe noch im Ohr, wie die Grünen, ob Ricarda Lang, Omid Noripur oder Katrin Göring-Eckardt meinten, wir hätten kein Stromproblem, die Atomkraftwerke würden die Leitungen verstopfen. Ich als Ingenieur kann dazu nur sagen, ihr habt von Physik und Wirtschaft nicht die geringste Ahnung. Eure Ideologie schafft uns keine warmen Wohnungen und führt unsere Wirtschaft in den Abgrund. Es stellt sich die Frage, hätte man es wissen können, dass diese Umwidmung der 60 Milliarden Euro verfassungswidrig ist? Dazu hören wir mal die Antwort des Bundeskanzlers auf eine Anfrage der AfD im Deutschen Bundestag am gestrigen Mittwoch. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, das Verfassungsgericht hat heute ein für uns nicht überraschendes Urteil getroffen und schon den allerersten von Ihnen als Kanzler verantworteten Haushalt 21 ja, für verfassungswidrig und sogar für nichtig erklärt. Ich verweise bezüglich der 60 Milliarden Euro Zusatzverschuldung, die damals von Ihnen nachträglich 2022 für 21 durchgesetzt wurden, auf unseren Entschließungsantrag 20488 schon vom Tag der Verabschiedung dieses Haushaltsgesetzes hier im Haus. Wir haben dort nicht nur das Urteil, sondern auch alle drei Begründungsteile, die heute vom Verfassungsgericht gefunden wurden, vorweggenommen. Nicht, weil wir eine Kristallkugel gehabt hätten oder überragende Juristen, sondern weil die rechtliche Lage einfach offensichtlich war an dieser Stelle. Und meine einfache Frage, ich versuche es noch mal etwas anders wie der Kollege Mittelberg, wie konnte es trotz aller Warnungen und all Ihrer Juristen in Ihren Häusern dazu kommen, dass Ihre Ampelregierung die verfassungsrechtlich zwingenden Vorschriften der Konnexität der Notlage mit den Maßnahmen dagegen sowie der Jährlichkeit und der Vorherigkeit schlicht missachtet hat? Unsere verfassungsrechtliche Beurteilung war eine andere. Und es ist die Sache des Bundesverfassungsgerichts, sich selbst ein Urteil zu bilden, es auch zu verkünden. Und wir haben das jetzt zu beachten. Aber das ist jetzt nicht so passiert, dass wir entgegen unserer eigenen Überzeugung von der rechtlichen Richtigkeit der Maßnahme gehandelt hätten. Es war also bekannt, dass die Zweckentfremdung der 60 Milliarden Euro verfassungswidrig ist. Die CDU hatte also zu Recht beim Bundesverfassungsgericht geklagt und auch Recht bekommen. Bereits im Vorfeld wurde darüber debattiert. Habeck hatte am 21.06.2023 im Deutschen Bundestag verkündet, dass, wenn das Bundesverfassungsgericht der Klage stattgeben würde, es ein großes Problem geben werde und es im Prinzip eine Bankrotterklärung der Bundesregierung sei. Das würde, so Habeck wörtlich, Deutschland hart treffen, wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden. Wir haben hier den Videobeweis.
Und da wiederum würde ich tatsächlich sagen, scheitert es dem Standort, wie übrigens auch der Wärmewende, dass die Union im Moment gegen die Gelder, die dafür reserviert sind, klagt. Das in der Tat würde bedeuten, dass uns der Fußboden weggezogen wird, auf dem wir versuchen, die wirtschaftliche Situation in Deutschland zu stabilisieren, wenn diese Klage erfolgreich ist. Das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden. Noch nie hat es eine solche Situation gegeben, dass eine Regierung verfassungswidrige Haushalte sehenden Auges auf den Weg gebracht hat. Hier muss auch nach politischer Verantwortung gefragt werden. Und dem muss man sich auch stellen. Ein Bundesfinanzminister, der einen verfassungswidrigen Haushalt vorlegt, der hat kein Vertrauen mehr, diese Aufgabe wirkungsvoll wahrnehmen zu können. Da muss ich Herrn Söder mal recht geben, ausnahmsweise. Das muss Konsequenzen haben. Was wir hier sehen, ist ein geplatzter Scheck. Das ist Scheckbetrug und Scheckbetrug ist strafbar. Für die Politiker, die das zu verantworten haben, kann es nur eine Konsequenz geben, nämlich der sofortige Rücktritt dieser Bundesregierung. Sie ist unfähig, die Probleme unseres Landes zu lösen. Alles, was sie in den vergangenen 2 Jahren gemacht hat, war nicht zum Wohle des deutschen Volkes. An dieser Stelle möchte ich auch darauf eingehen, dass es bis heute keine Gespräche darüber gibt, wie man darauf Einfluss nehmen kann, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Im Gegenteil, die 4 Milliarden Euro, die der Ukraine 2024 zur Verfügung gestellt werden sollen, wurden auf das Doppelte, also auf 8 Milliarden Euro, aufgestockt. Wieder Geld, das der deutsche Steuerzahler in die Hand nehmen muss. Es ist nicht unser Krieg. Es sterben täglich Menschen in der Ukraine, ob Russen oder Ukrainer. Jeder Mensch, der sein Leben in diesem Krieg verliert, ist ein Mensch zu viel. Schluss damit. Wenn wir an die Wirtschaftspolitik denken, sehen wir, dass große Unternehmen abwandern, dass kleinere Unternehmen in die Insolvenz gehen. Wir sehen, dass im kommenden Jahr aufgrund der Erhöhung der Mautgebühren die Preise weiter steigen werden. Wir sehen, dass das Bildungswesen katastrophal ist. Wir sehen, dass die Infrastruktur katastrophal ist. Wir sehen, dass Rentner, die das Land aufgebaut haben, nach Flaschen suchen, um ihr Leben zu finanzieren. Wir sehen, dass nach wie vor täglich Hunderte in unser Land kommen, die in unsere Sozialsysteme nicht eingezahlt haben, sich aber daran bedienen. Diese Politik ist mit ihrem Latein am Ende. Packt endlich eure Koffer und haut ab. Vermutlich ist der Bundeskanzler in einem der größten Steuerskandale verwickelt. Die AfD hat dazu gestern den Bundeskanzler befragt. Wie immer gibt es nur allgemeine Floskeln. Herr Bundeskanzler, Sie kommen heute nicht ohne das Thema Cum-Ex weg. Sie haben ja eben auf die Frage von Herrn Mittelberg geantwortet, dass es Ihre Idee war, den KTF so aufzulegen. Insoweit kann ich Sie heute verfassungsrechtlich attestiert als Verfassungsbrecher bezeichnen. Da liebt es sicher auch anders. Jetzt könnten Sie ja doch einräumen, dass Sie dreimal mit Herrn Olearius gesprochen haben. Ich habe ja nochmal das entsprechende Protokoll, was Ihre Fraktion verhindert hat, freizugeben hier mit, falls Sie nochmal nachlesen möchten. Also soweit könnten Sie heute ja mal richtig reinen Tisch machen. Das vor allen Dingen auf dem Hintergrund der Tatsache, dass Ihr Stabsleiter der SPD-Stabsleitung 2 Laptops aus einem verschlossenen Tresor mit rund 700.000 Mails hat verschwinden lassen sollen, die Sie wahrscheinlich, da gehe ich von aus, deswegen verschwunden, belasten könnten. Also was sagen Sie denn dazu, weil Sie sich ja selbst mal im Ausschuss, vielleicht erinnern Sie sich daran, zum obersten Chefaufklärer in Cum-Ex gemacht haben zu diesem Tatverdacht? Und was empfehlen Sie denn Ihren Genossen oder haben Sie generell in der SPD ein Problem mit Daten, insbesondere die Sie anscheinend schützen sollen? Es ist ein Thema, zu dem es nichts Neues zu sagen gibt. Und ich gehe davon aus, dass der Hamburger Untersuchungsausschuss seine Arbeit sehr ordentlich machen wird. Macht er ja bisher auch. Wiederholt beschäftigt er sich immer mit den gleichen Fragen. Da wird nichts offen bleiben. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja.
Das kann man sicherlich so sehen, wenn die Hamburger Staatsanwaltschaft gegen Sie und den Herrn Olearius keine Anklage erheben möchte, aber dann in mein schönes Bundesland nach Nordrhein-Westfalen man gehen muss, Herr Strate insbesondere. Dort wurde ja dann wenigstens gegen Herrn Olearius entsprechend Anklage erhoben und ein Verfahren eröffnet. Auch da wollte wohl der grüne Justizminister dazwischengrätschen, weil dort eine sehr engagierte Staatsanwältin tätig ist. Wie bringen Sie das denn damit in Einklang? Sie haben mir im Ausschuss damals geantwortet in dem Protokoll, dass Sie nichts davon wissen, dass 2017 Herr Johannes Kahrs von der Warburg Bank eine Spende entgegengenommen haben soll. Sie haben aber auf der anderen Seite auch gesagt, Sie nehmen die Perspektive des Zeitungslesers ein. Ich zitiere Sie hier wörtlich. Haben Sie sich denn zwischenzeitlich mal klar oder informiert als Betroffener, ob Herr Kahrs von der Warburg Bank Spenden entgegengenommen hat und die vielleicht diese Entscheidung, etwa 45 Millionen Euro Steuernachzahlung niederzuschlagen, einfacher gemacht haben? Immerhin, Sie waren ja Bürgermeister. Herr Gottschalk, die Zeit. Ihre Fragen sind voller Unterstellung. Ich bemühe mich aber nicht, sie alle zu korrigieren, aber es gibt nichts Neues zu sagen. Es gibt angeblich nichts Neues zu sagen. Das sind die üblichen Floskeln. Herr Bundeskanzler, sagen Sie die Wahrheit, packen Sie endlich aus. Die Bürger der Bundesrepublik Deutschland haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Früher oder später wird die Wahrheit sowieso ans Tageslicht kommen. Wenn Sie auch nur ein Fünkchen Gewissen haben, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Packen Sie aus und treten Sie zurück. Machen Sie den Weg frei für Neuwahlen. Diese Bundesregierung ist am Ende und sollte sofort zurücktreten. Schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare. Dieses Video bitte auch liken und teilen. Meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.